Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Black Ops 2 mit mir, dem Prophet. Der Dreamtax ist leider immer noch nicht da. Der wird auch nicht kommen, weil der sehr viel zu tun hat. Wenn man gerade von der Reise zurückkommt, kennt ihr ja Stress ohne Ende. Wie im Hintergrund schön die Musik, ne? Oh Gott, 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 Gott. Ja, letzte Folge habe ich wunderbar über die Xbox One geschwafelt und heute geht's um die PlayStation und Vero. Eigentlich habe ich ja gesagt, aber nein, ich habe doch meine Meinung geändert und wir reden noch einmal über Xbox One Teil 2. Denn es gibt noch einiges, was ich zu Xbox vergessen habe. So technisches Gedönse, Spaten. Technisches Gedönse und auch so was den Controller und die Kinect angeht. Nein, 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 nein. Ah, wie hat der... Was? Ah, okay. Und zwar, der Controller von Xbox, muss ich sagen, sehr geil gemacht. Gefällt mir richtig gut, das Design. Und der liegt definitiv besser in der Hand als der von der 360. Definitiv. Passt sich viel mehr der Haut an. Der Haltung der Hand. Sehr schön gemacht von Microsoft. Ja, und wie gesagt, was die Kinect angeht, weiß ich noch nicht, was ich von der halten soll, von der Kinect. Ich bin angeschlagen. Was? Ja. Also von der Kinect weiß ich ja noch nicht, die... Ah, sehen wir dann. Oh, schon wieder mit dieser Scheißwaffe. Die geht mir so auf den Sack. Das ist so... Und genauso wie diese scheiß Messere, weißt du, die rennen da mit ihrer Mini... What the fuck? Ich hab schon mit dem Tod jetzt gerechnet. Hab schon gedacht, jetzt kannst du dich mental darauf vorbereiten, auszurasten. Höh! Boah. Nicht schlecht. Und... Ah ja, also Controller von der Xbox, muss ich sagen, ist sehr schön, gefällt mir gut. Aber der Schein trügt, um ehrlich zu sein. Bei Forza beispielsweise merkt man, der Controller wenn ich mit dem Auto um die Kurve fahre, heben sich ja die Räder auf der jeweiligen Seite, weil ich halt so schnell um die Kurven fahre. Dann vibriert der Controller. Und da hört man es ab und zu klappern, also die Tasten... Ah, weiß nicht, ob die... so befestigt sein sollten, wie sie sind. Weiß ich nicht genau. Aber ansonsten sehr gut. Ich konnte sie aber nicht bei Mediamarkt oder Saturn anzocken, weil ich habe gefragt, weil keine Controller da waren, habe ich gefragt, die Xbox stand da, weißt du, und das Demo lief von der, von Microsoft lief, auf dem Fernseher vor mir. Und ich bin zum Mitarbeiter gegangen, habe gefragt, ja, ist, oder kann man die mal Probe spielen oder halt mal den Controller wenigstens in der Hand haben? Haben beide, ich mach's doch nicht schlecht, aber beide Händler haben mir eine etwas nervigere Antwort gegeben mit dem Namen, ja, siehst du irgendwo einen Controller? Also, gut, gibt ein Minus in der Kundenfreundlichkeit, aber mein Gott, die haben auch Stress ohne Ende. Bin ich nachtragen, finde ich okay. Und da haben sie mir erzählt, ja warum? Also Microsoft, wirklich. Die haben die Konsole geschickt und der Controller sollte zwei Controller sollten nachgeliefert werden. Und das hätte schlappe 3 Monate gedauert. Also Microsoft, da stimmt irgendwas in der Logistik nicht. Verlieren diesen Kampf. Deine Mutter verliert diesen Kampf. Also, schon seltsam. Hua. Ah, Messer! Also, naja, okay. Auf alle Fälle, so ist die Xbox eigentlich ganz schön. Sie ist recht viereckig. Also, recht geometrisch. Also passt eigentlich in fast jeden Schrank. Jawohl. Dreierkill. Och nee.
Die mag ich nicht. Und Match ist zu Ende. In 2, 1, 0. Okay, gut, passiert. Inakzeptabel. Das wird ein Nachspiel haben. Ja, deine Mutter hat ein Nachspiel. Like a boss. Huch. Ging. War in Ordnung. Oh Gott, die Mucke ist ja grauenhaft. So. Die ist ja noch grauenhafter. Oh ja, Carrier. Da habe ich abgeräumt gestern Abend. Also wie gesagt, Xbox ist eigentlich eine schöne Konsole. Gefällt mir eigentlich recht super. Das sage ich die ganze Zeit. Was mich vor allen Dingen wundert, die Kinect, die neue, die ist so scheiße groß. Die hat einen eigenen Lüfter hinten dran am Arsch. Meine Fresse. Es ist eine Kamera und kein 3D-Computer. Eieiei. Krank. Das Einzige, wo ich sie mal testen konnte, ist so, die erkennt halt, wo der Boden und so ist. Das ist ja eigentlich ganz gut. Nachtsicht hat sie, also du kannst auch im Dunkeln spielen. Und die Kinect sieht dich trotzdem. Auch wenn sie das nicht will, aber die sieht dich. Und man kann sie ausschalten. Im Xbox-Menü kann man sie ausschalten. Aber ich glaube trotzdem, dass Microsoft dann immer noch die Macht hat, da zu gucken, wenn was ist. Ich meine, Microsoft guckt nur, wenn du Filme guckst. Die gucken dann, wie viele Leute gucken den Film, um demnach musst du zahlen. Finde ich richtig abzocke. Aber gut, es wird überall abgezockt, egal bei welcher Firma du bist. Auch bei Sony, die machen ja jetzt mittlerweile mit PlayStation Plus, ist genauso wie Xbox Live Gold. Machen sie auch wieder Kohle, also... Auf alle Fälle lohnt es sich jetzt, das 12-monatige Abo zu kaufen von Xbox, weil die Konsole muss halt leider die ganze Zeit online sein, ne? Ah, schade. Die Konsole muss halt... ist halt jederzeit online, weil sie powered by Cloud ist. Sprich, Spielstände und sowas wird alles in der Cloud gespeichert. Das finde ich aber sehr gut. Denn... Oh, da ist Krieg. Was? Nein! Krieg. Die Wand... Ach, egal. Pass auf, da läuft einer, rechts. War der nicht da? Ach, scheiße. So scheiße geworfen. Abgesehen davon, dass die Xbox halt ganz schön ins Geld geht, so ist er eigentlich super gemacht, Cloud-powered und sowas. Hä? Da war doch... Da kamen nur noch Schüsse von rechts, oder? Na! Neifer! Wir werden so dick in den Arsch gebumst. Entschuldigung, ist aber so. Eigentlich war jetzt alles so zu Xbox gesagt. Von der Systemleistung her habe ich gelesen, soll sie angeblich schlechter sein als die PlayStation 4. Spätestens wenn der Nvidia-Prozessor drin ist, dann ist sie schlechter. Aber von der Grafik her, wenn man so die Unterschiede merkt, dann merkt man fast gar nichts von der Grafik her. Vielleicht laufen die ein oder anderen Spiele nicht ganz so hundertprozentig flüssig oder fangen auch mal an zu ruckeln. Das gibt's ja auch mittlerweile bei den heutigen Konsolen. Sorry. War der jetzt... Da war einer drin, ich hab's doch gewusst. Eieiei. So, da rennt einer von mir. Ich höre nur noch hier Sniper durch die Gegend. Oh, schade. Oh, bitch, please. Leise ist die Xbox One auch. Extrem leise, du hörst die gar nicht. Aber sie wird recht warm.
wenn man so über den Kühler mal die Hand schweifen Hä? Na. Wenn man halt mal so die Hand über den Kühler oben, übers Kühlergrill schweifen lässt, da kommt schon beachtliche Wärme raus. Sag mal, bin ich überhaupt noch im Spiel? Hier wird nichts anvisiert, gar nichts. Weil wie gesagt, ich hatte ja Probleme mit dem Internet vorhin, vor der Aufnahme. Habe ich einen Rotermann hochgefahren, dann ging es. Kurzzeitig. Ah, dieser Neifer! Deine... Alter, ich würde ja am liebsten gerade so fluchen. Ach, deine Mutter doch. Ich würde so gerne fluchen bei diesen scheiß Neifern, Alter. Die gehören so in den Hintern gewichst. Ich hasse die, ich hasse sie. Aufs tiefstgründige hasse ich sie. Alle, die mich killen, ich hasse alle, die mich killen, diesen... Ah. Schade. Immerhin komme ich mit einer ganzen Menge Medaillen immer davon. Aber ich würde lieber mit EP davon kommen als mit Medaillen. Hua. Sag mal, geh doch hoch. Ist da nicht noch einer gelaufen? Ach, anscheinend nicht. Thank you. Alter, schon wieder so eine große Aufnahmedatei. What the fuck? Ist ja echt so viel. Nur weil ich Musik im Hintergrund laufen hab, weißt du? Ja, den habe ich zuletzt gesehen. Hm, Nase. Hallo? Ich glaube, ich mache ab jetzt doch immer nur ein Match pro Folge. Oh, sorry. Auf alle Fälle morgen oder übermorgen, ich weiß noch nicht, wann ich die jeweilige Folge raushaue. Wahrscheinlich eher übermorgen geht's dann über die PlayStation 4 von Sony Computer Entertainment, so heißt es ja. Eigentlich meine Lieblingskonsole. Und übernächste Folge wahrscheinlich dann vielleicht Vergleiche zwischen den beiden Konsolen. Wo die Xbox One besser ist, wo die PlayStation besser ist, oder... Huch. Da laufen drei Feinde rum. Drohne nähert sich. Hallo. Yay. So, gut, bevor die Aufnahmedatei noch größer wird, die ist ganz schön groß... Sag ich mal, bis übermorgen und dann geht's um die wunderbare PlayStation 4. Oh, gut. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.